Hallo! Ibems! Die Aufnahme sah gut aus. Und das freut mich gerade sehr. Du Pimmel! Mikrofon, Entschuldigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Laut Steam Overlay habe ich gerade ein FPS. Laut meinem Spiel würde ich sagen, ich habe mehr als ein FPS. Warum sagt er, ich habe nur ein FPS? Irgendwas buggt hier. Ja, wie gesagt, Aufnahme sieht gut aus. Vielleicht habe ich endlich alle größeren Probleme beseitigt. Die Aufnahme kann ich benutzen. Heißt, jetzt muss ich nur noch 6 Folgen Assassin's Creed aufnehmen und 7 Folgen vom neuen Projekt. Und das allererste, was wir jetzt machen, ist hier mit Schmöbby Schmobby im Kadobby reden. Ein Söldner? Hier? Ich nehme an, du sollst mich für meinen Kampf mit Euripides verhöhnen. Ich habe viele Kämpfe gesehen. Das war keiner. Ich habe mich wirklich selbst zum Narren gemacht, nicht wahr? Ich bin Sophokles, wie du sicherlich wusstest. Und du Sicherlich. bist. Ich brauche Informationen zu einer Person, die ich suche. Eine Spartanerin. Eine Spartanerin in Athen? Klingt interessant. Doch wenn du erwartest, dass ich von anderen Menschen Notiz nehme, erwartest du zu viel. Sprich doch mal mit Euripides. Er ist die zweitweltgewandteste Person hier. Dieser pedikulöse, progenische, exophthalmische Morosov. Doch er redet nicht ohne Alkohol. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, das war klar. Ich rühre gerade übrigens meinen Kakao um. Also, wir füllen ihn ab und dann redet er? Das klingt eher nach einem Argiver als nach Athener. Beeindruckend, Fremder. Euripides stammt aus Argos. Na schön, wenn's sonst nichts bringt, der Feier würde es helfen. Du musst den richtigen Wein dafür wählen. In der Küche wirst du fündig. Gib Bescheid, wenn Euripides soweit ist, und ich kann ungesehen verschwinden. Ich hole den Wein. Wunderbar. Und wenn ich dir noch einen Rat geben darf, Aristophanes verträgt keinen süßen Wein. Ich sah, was er aus ihm macht, und es ist erschreckend belustigend. Es wäre keine echte Feier, wenn sich niemand übergibt. Ich sag Bescheid, ob dein Plan aufgeht. Heißt, wir sollen am besten süßen Wein holen. Und wir haben hier Olivenöl bekommen und eine Quest. Falsche Taste, entschuldigt bitte. Quests sind hier. Eine Quest ist, beschaffe Informationen von Alkibiades und wir haben gerade Öl bekommen und die Quest heißt Öl und Liebe. Vielleicht kann sich der ein oder andere denken, was Du vielleicht hast passiert. hier nichts zu suchen. Was willst du hier? Was ist mit dir denn los? Ich suche den lieblichen Wein. Ja, nimm ihn. Aber stell dich hier raus, ich habe viel zu tun, ja? Wohlbemerkt weiß ich nicht, was wir bei der Quest machen müssen, weswegen wir Olivenöl haben. Also, den Dialog kenne ich noch. Ab da an ist es dann für mich auch wieder neu. Ein Söldner in Perikles Gefolge? Das hätte ich nie erwartet. Du musst meine Parodie auf Hermippos gesehen haben. Ich nenne sie zurückgewiesenes Wiesel. Sag an, was hält es davon? Hast du mich gerade es genannt? Pass auf, was du sagst, Athena. Es spricht und es ist streitlustig. Manchmal frage ich mich, ob es mein Schicksal ist, das einzig junge und schöne Wesen hier zu sein. Also, wie nennt man dich? Alexios. Du siehst aber gar nicht aus wie ein Alexios. Wie dem auch sei, ich bin Aristophanes und dieser Mann ist Euripides. Oh, bitte. Stell dich selbst vor. Ich bin Euripides. Hi. Für einen Dramatiker bist du recht wortkarg. Gute Männer leben leise, wie Euripides gerne sagt. Oder, Euripides? Wenn ich mich entspannen will, kämpfe ich. Du hingegen. Komm schnell, bring ihm Wein, damit er etwas Kluges erwidern kann. Nach meinem Streit vorhin mit Sophokles bewahre ich lieber einen klaren Kopf. Ich bin Perikles neuer Diener. Ich bringe gern noch etwas Wein. Ein Athener Diener? Du? Dann kommen die Muskeln wohl vom Einschenken. Ich habe auf Perikles Schiff gerudert. Er hatte Mitleid mit mir. Nun bediene ich Männer, die an meinem Wort zweifeln.
und an seinem. Ich habe nicht gezweifelt. Ich nehme noch einen. Bezürzen wir Dionysos. Na komm. Das schmeckt nach Jauche. Anfänger, zu meiner Zeit galt das als Nektar der Götter. Noch eine Runde. Bereit für mehr? Diese Pisse kriege ich kaum runter. Euch zwei trinke ich doch locker unter den Tisch. Wo bleibt der Wein? Bereit für den nächsten? Gib ihm, Bruder! Gib ihm! Dieser Wein ist furchtbar. Du, ich mag dich. Wer brachte dich her? Ich kam allein. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta floh. Floh? Warum? Sie verlor zwei Kinder. Sie hatte keine Wahl. Sie floh, weil ihr Herz gebrochen war. Euripides, schreib ein Stück über sie. Ich hörte von spartanischen Müttern, die zu einem Heiligtum in der Argolis gingen. Sie beten dort zu Asklepios. Ich weiß es. Ich komme von dort. Ob sie sich noch Priestern anvertraut hat, nach dem, was sie durchmachen musste? Dann ging sie vielleicht zu Hippokrates. Er ist ein Heiler, der Beste sogar. Er arbeitet immer noch in Argos. Wenn sie ihn um Hilfe bat, dann wies er sie sicher nicht zurück. Ich betrinke mich gern und singe. Komm zurück, wenn du mit mir singen willst. Ich denke darüber nach. Hippokrates in Argos. Ich komme. Dionysos, da bist du ja. Die anderen sind langweilig. Das kenne ich alles nicht mehr. Spielen wir ein Singspiel? Singst du gerne? Ja, du liebst es. Fangen wir an. Ich will auch mitsingen. Aber wer fängt an? Fang du doch an, Aristophanes. Na schön. Aber es muss etwas Gutes sein. Ein Schlachtlied? Gibt es denn noch andere? Aspasias Launen sind flink wie ein Fähnchen im Wind. Und Perikles Wall, darin sperrt nur ein und all. Die Horden Spartas blutrot fressen Frauen und Kinder wie Brot. Gar nichts hält sie auf, sie das war nicht gut. Mauer zuhauf. Perikles ist der Tod unserer Stadt. Und so bringt eure Händler und bringt eure Diener. Und sind es Söhne, so bringt ihre Väter. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Bringt die Mörder an den Fluss, den Blutroten. Und wenn sie trinken, dann bringt die Heloten. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Sammelt die Schwachen und stopft ihre Münder, denn wir sind Hades Opferverkünder. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Und wollen sie Blut, dann sollen sie's kriegen. Was zur Hölle? Ich stech sie ab und lass sie bluten. Es ist Krieg, Krieg, Krieg. Nutzlosen Kehrer, oh nein. Die klugen Lehrer, alles nur Fleisch und Saft und Leber. Wäre ein Frieden gemacht, sinnlosem Sterben und langer Nacht. Müssen wir heim zu gebrochenen Töchtern und Söhnen, zusammen vereint, werden wir eins. Genug, genug! Du singst ausgezeichnet! Wirklich? Okay. Du solltest in meinen Stücken auftreten. Hier, nimm dies zur Erinnerung an diesen Abend. Diese Feier verlief wesentlich besser, als ich es je erwartet hätte. Was haben wir bekommen? 100 Drachmen. Dafür, dass wir uns hier ein bisschen zum Deppen gemacht haben. Vielen Dank. Euripides? Ist der schon betrunken? Der ist hackedicht. Du kannst dein Versteck verlassen.
Euripides wird dich nicht bemerken. Der bemerkt gar nichts mehr. Versteck? Höre dies. Der Krieg kommt nach Athen. Erst fallen unsere Häuser, dann rollen unsere Köpfe. Ich habe vor, mir zumindest meine Würde zu bewahren. Oder was davon übrig ist. Klar, deswegen besäufst du den Wenn Kumpel du und... siehst, sag ihm Danke für diesen ereignisreichen Abend. Button Plepp. So, dann haben wir jetzt noch Öl und Liebe. Quest abgeschlossen, austrinken. 5000 EP. Das ist Krieg. Der andere wird auch bestimmt hier irgendwo sein. Ja, da sehe ich doch schon die Tür. Oh Mann. Ohne Witz, wenn ich den einölen muss oder sonst was, ich bringe ihn um. Ich bringe ihn um. Kriege ich hier irgendwo Waffen? Ja, kann ich schlagen. Ich kann auch nicht schlagen. Es ist Krieg. Haben wir gerade über Spartiaten gesungen? Aber keine Ahnung, das Lied, was wir gerade gesungen haben mit Perikles, bringt uns den Tod. Das war nicht sehr positiv, oder? Siege! Die Tür auf, sonst trete ich sie ein! Beachte sie gar nicht. Ziege! Oh. Wen haben wir denn da? Welche Nein! Autorität. Diese Entschlossenheit. Ich verstehe ganz gut, warum sich Perikles für dich begeistert. Möchtest du etwa mitfeiern? Es klang, als hätte jemand Schmerzen. Das kommt schon mal vor. Schmerz und Genuss sind manchmal schwer zu unterscheiden. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte meine Tür mit Sicherheit sehr weit offen gestanden. Ich bin nur bei diesem Symposium, um jemanden zu finden. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen, oder? Du holst uns etwas Öl, ich helfe dir, die Person zu finden, die du suchst. Vielleicht ist sie hier drin? Sie ist nicht da drin. Ich sehe trotzdem mal nach. Du hast genug, Dina. Sollen sie es holen? Schade. Falls du deine Meinung änderst, übergieße ich dich auch mit dem Öl. Und lecke es ab. Ich wollte gerade nach dir suchen. Du hattest offenbar den gleichen Gedanken wie ich. Ich hasse ihn. Ich komme mit Geschenken. Die Rettung! Heute haben Mütter um ihre Söhne geweint und Männer an der Mauer geschuftet. Heute Nacht vergessen wir all das. Vergnügen wir uns! Was sagst du? Feierst du? Nein! Nein! Jetzt wird es Zeit, dass du mir hilfst, Ali. Ich suche nach jemandem. Pflichtbewusst bis zum Ende. Gefällt mir. Reiß dich zusammen. Ich suche nach einer Frau, die vor langer Zeit aus Sparta geflohen ist. Aus Sparta? Niemand flieht aus Sparta. Doch nehmen wir an, sie tat es. Wenn sie dumm war, ist sie tot. Wenn sie schlau war, folgte sie Aspasias Beispiel und wäre jetzt unabhängig. Die klügsten und einfallsreichsten Frauen, die ich je traf, waren aus Korinth. Die Hetären? Ich hörte, sie spielen eine gewisse Rolle in Korinth. Doch ich nahm an, es wäre dieselbe wie in jeder Stadt. Oh nein. Frauen wie diese hast du noch nie getroffen. Eine Wucht und die einzigen mit Verstand in Korinth. Ali! Wo bleibst du denn? Jetzt wird weiter. Kann ich ihn bitte umbringen? Wenn du Korinth erreichst, sprich mit Antusa. Niemand betritt oder verlässt die Stadt ohne ihr Wissen. Bis zum nächsten Mal, Krieger. Hat er mir gerade zuge... Ich bring ihn um. Antusa in Korinth. Das ist nicht viel, aber ein Anfang.
wiederum aber auch ein Ende. Denn wir werden hier an dieser Stelle einen kleinen Cut setzen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mir was sagen wollt, Anregungen geben wollt, ansonsten lasst gerne einen Kommentar. Und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst sehr gerne ein Abonnement da, denn bin ich nämlich morgen wieder für euch da in eurer Abo-Box. Bis dann, gehabt euch wohl, haut rein, tschüss.